Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Servus! Blink von ITC spielt für euch eine Runde Metroid. Prime 3 Corruption, okay. Dann lasst uns doch mal sehen. Okay, ich wollte gerade sagen, wo wir denn stehen geblieben waren. Aber unser absolut geniales Navigationssystem des Anzugs kommt mir natürlich zuvor. Stimmt. Wir hatten eine kleine Exkursion geplant. Und ich war auf Elysia, meine letzte Aufnahmesession ist ehrlich gesagt 2-3 Tage her. Ich war auf Elysia, um diesen verdammten Satelliten abzuschießen. Alles klar, dann gehen wir an Bord. Und cruisen zurück zur Piratenheimatwelt, gucken an, was wir uns noch so abstauben können und entern einfach diesen freaking Leviathan. Ergo. Ist der Shit? Sonnensystem. Tada. Das war doch hier Transitstation. Ja, das klingt legit. Dann lass uns da hinlatschen. Fliegen. Dings. Hovern. Taxi fahren. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat das Ding ja sogar fast Taxifarbe. Okay, klar, es ist ein bisschen dunkler. Es ist nicht dieses. Keine Ahnung, dieses. Taxi-Ding halt, dieses Baby-Kack-Gelb, sondern es ist halt unser cooles Metroid-Orange. Aber hey, wir leben in der Zukunft und das irgendwas müssen sie ja gelernt haben. Nein, ohne Scheiß. Findet ihr das nicht mega irritierend, wenn ihr auf der Straße ein Auto seht, das halt kein Taxi ist? Oh shit, wir sind hier. Das war falsch. Was, wenn ihr auf der Straße ein Auto seht, das halt kein Taxi ist, aber trotzdem diese komische, eklige Taxifarbe hat und ihr denkt euch so, was? Wieso? Warum freiwillig so etwas? Nein. Einfach nein. Nein. Nun gut. Dann habe ich uns jetzt eine kleine zusätzliche Havarierzeit eingebrockt. Mensch, wir sind schon ziemlich blau. Wie gut, dass das Schiff fliegt und nicht wir. So. Irgendwie, okay, vielleicht fliegen wir auch selbst. Ich hoffe nicht. Das Schiff ist schließlich ferngesteuert und hat angepeilte Punkte. Dann können wir uns, so blau wie wir sind, auch irgendwie zurücklehnen und gar nichts tun. Ernsthaft? Ernsthaft, wir fliegen hoch? Aus der Röhre raus und jetzt die Zwischensequenz Röhre, weil immer Röhre, sonst abgesehen von dem letzten Dingsy. Okay. So, okay, jetzt aber for real. Wir wollen da vorne hin, sehe ich das? Ja, ich denke, ich sehe das richtig. Und auf dem Weg dahin könnten wir uns doch noch dieses Pünktchen dort krallen, ja? Kriegen wir das hin? Ich weiß nur nicht, wie wir da rankommen. Durchflussregulator. Wir latschen erstmal. Hey, peace, Jungs. Alles cool hier? Ja, ihr habt einen neuen Planeten erobert. Das findet ihr toll, richtig? Jo, dann patrouilliert mal schön. Okay. Also dadurch, dass wir jetzt diese Satelliten abgefeuert haben, finde ich auch, das ist sehr, sehr praktisch. Also ich werde wahrscheinlich dann keinen Schnibbelpart wie bei den ersten beiden Let's Plays machen. Ja, doch, ich werde versuchen, da durchzusteigen, oder? Ja, doch, ich denke schon. Sondern ich werde halt im Laufe des Spiels jetzt so einfach alles mit einsammeln, wenn wir mal wieder auf den anderen Planeten rumhängen. Moment, jetzt war ich verwirrt. Wollen wir zu Hakenhaken oder zu Hakenhakenhaken? Wir wollen zu Hakenhakenhaken, oder? Oder war ich jetzt doof? War ich jetzt... Ja, nein, doch, wir wollen zu Hakenhakenhaken. Okay. Nein, aber wir müssen ja sowieso noch einiges an Energiezellen sammeln. Okay, das heißt einiges, ein paar. Aber
Das sollte dann alles kein Problem sein. Ach so, hier sind wir. Okay, cool. Das. Oh. Hey, du bist ein Lustigen, ne? Du bist ein Lustigen. Bleib mal ruhig stehen. Hahaha, Spaß. Nett. Okay, sehr nett. Dann lass uns doch mal sehen. Das ist. Ja, das ist korrekt. Murmel. Halt, Murmel, gehorch mir. Okay. Na. Der Schacht gehorcht mir ebenfalls. Spüre die Macht der Murmel. Danke. Okay. Ey, okay. Stimmt, wir hatten den Spider-Ball nicht, um uns dieses Ding zu holen. Geht mir alle aus dem Weg. Ah, wartet mal. Wie komme ich denn da jetzt rein? Komme ich da rein? Komme ich da rein? Verzeihung. Oh, cool. Anlage wird mit bestimmten Intervallen Energie aus diesem Generator versorgt. Nice to know, glaube ich. Ey. Hey? Wieso? Ah, verstehe. Okay. Nichts gesagt. Ja. Oh, geh mir nicht auf den Sack mit deinem scheiß Hyper-Mode. Meiner ist besser. Warum können solche Dinger in den Hyper-Mode, Mann? Das Piraten oder so? Okay, klar. Hyper-Mode. See. Aber sonst? So Mumpelsviecher ohne Equipment und ohne alles? Werde behindert. Klick. Hey. Sweet. Danke sehr. Aber da geht's noch weiter. Und ich würde sehr gerne wissen. Ach so. Du musst aufgeladen werden, oder? Ja. Gut, dann Schmerz lass nach. Warum sie Schmerzenslaute von sich gibt? Oh, cool. Das ist natürlich sehr cool. Denn, ja, genau. Klick, klick. Denn da wollen wir ja weiter. Hoffe ich. Ja, das sieht ganz gut aus hier. Und da wir ja letztes Mal... Ey! Ach so, nein, Moment. So rum. Haha, da kamen wir raus und den Nupsi hier, den können wir doch überladen. Feuer alles kaputt, komm, überlad den Scheiß. Spreng den Sack. Yeah. Nice. Dann sind wir doch da, wo wir wollten, oder? Transit. Karte, Transitstrecke und Kommandozentrum. Danke. Stammenterminal aktiviert. Joink. Sie sieht schon ein bisschen aus, als wenn sie mit dem Anzug einiges schleppt, oder? Klick. Also ich weiß nicht, sie macht immer so ein krummes Kreuz. Oder ist das eine geduckte Jägerhaltung? Letzteres. Immer den Kopf niedrig halten. Wir wollen ja nicht, dass er uns weggeblasen wird. Auf diesem total eroberten Weltraumpiratenplaneten. Und dieser eine Weltraumpirat, den wir vorhin abgesnipert haben, das war ja auch... Überhaupt keine Überbleibsel oder so. Die verstecken sich ja auch noch nicht irgendwo. Keine Ahnung. Nein, absolut nicht. Nein, Sir. So, Servus. Klick, klick, Steuerbestimmung. Aktiviert. Und du bist auch gescannt. Ja. 2B, verbinden, Kommandozentrum. Zeugs.
Gut, 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 gut. Untersuchen wir jenen Shit. Das hier. Energiefeld ist aktiv und blockiert den Zugang zum Portal. Versorgung erfolgt durch lokale Energie. Oh. Terminal speist das Energiefeld des Transportportals. Transportportal. 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 Hey! Gitterabdeckung, Luftschacht, ja. Talorische Legierung, Bombe. Pew! How convenient! Gib mir das! Das war einfach. Ey, danke, geh weg da. Klick. Mehr nicht? Lade. Wuhu, hi. Ey, du bist lustigen. Hier, guck mich, guckst du mich an? Weißt du, wer ich bin? Wahrscheinlich nicht. Und wir sind auf dem Leviathan. Sieht ja ganz nett aus hier. Optisches Organ des Leviathans. Objekt scheint auf Beschuss empfindlich zu... Oh, cool. Transportportal einsatzbereit. Ja. Ist hier alles los? Steuerterminal für den Leviathan. Bestätigung Terminals ermöglichen Kontrolle Leviathan. Objekt gehört zum Leviathan-Kern. Es lässt sich nicht beschädigen. Ah, das war. Ja. Warum dieses Ding nicht, keine Ahnung, versucht mich abzuwehren, finde ich ganz interessant. Ich meine, oh, schaut mal, da kann man ja sogar. Normalerweise wollen diese Nupsis ja sowieso immer, ja, keine Ahnung, die wollen ja immer beschützt werden. So, klick. Hä? Na toll, das erzählt ihr mir jetzt? Das, also, ne? Ach so, ja, jetzt kommt die Nummer. Okay. Ach so. Du bist ein riesiger Supercomputer und einfach nur aufgrund der Vermutung, dass auf der Valhalla irgendwas ist, dass ich noch nicht. Also aufgrund der Vermutung, also keine Ahnung, also ja. Ich sag's nochmal, Vermutung. Hat absolut keinen Clou von gar nichts und denkt sich, ach, aber ey, also ich denk mir mal so, dass aus irgendeinem Grund Befehlscodes für diesen scheiß Leviathan auf der Valhalla rumgammeln könnten, die ja eigentlich so gar nichts mit dem Ding zu tun hat. Das einzige Mal, als die Valhalla den verdammten Leviathan gesehen hat, ist, als der scheiß Leviathan sie abgeschossen hat. Aber dann lassen wir natürlich die Befehlscodes auf der Valhalla rumliegen, oder was? Ich meine, wir wissen mittlerweile, dass die Aurora-Einheit von der Valhalla gemobst worden ist von den Weltraumpiraten, ja. Aber die gammelt schließlich nicht im Leviathan rum. Der wurde ja vorher fertiggestellt. Warum zur Hölle sind die Befehlscodes dann da? Das war irgendwie verraten? Das ist, sorry, aber Plot? Nö. Sonst lobe ich das Spiel ja sehr hoch, aber das verwirrt mich. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch ausgeblendet und wusste es nicht mehr. Okay. So, Datenbank, Inventar, Option, Datenbank. Oh, cool, hier, aktuelle Vorgaben. Sweet. Inventar.
Items 82 von 100. Ja gut, dann dürfen wir, Moment, ich suche gerade. Hier. So, okay. Uns fehlen nur noch zwei. Koordinaten Himmelsstadt und Brühl. Ja, das ist doch praktisch. Das ist doch super praktisch. Soll heißen, also zumindest für mich, weil dann können wir eine bei Brio abgammeln und uns währenddessen noch alle Items holen, die die Karte anzeigt. Und das gleiche in Elysia. Ist doch geil. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Grüne Tür. Das ist okay, das ist, obwohl, also ich finde, das ist ziemlich convenient. Gut. Danke. Bin ich hier richtig? Ah, wir sind auf Häkchen. Okay. Klick! Schön, dass der Transporter da ist. Dann bitte ins Häkchen Erdgeschoss und here we go. What? Das habe ich noch nicht gescannt. Bin ich doof? Krass. Unsere Mission. Vor zwei stellaren Jahren wurde Phazon entdeckt. Und von diesem Zeitpunkt an ist das Kommando bestrebt, alle Vorkommen unter seine Kontrolle zu bringen. Zwei Operationen wurden auf den Weg gebracht, mit enormem Aufwand. Beide Operationen sind gescheitert und das verdanken wir der verfluchten Jägerin Samus Aran. Ihre Alliierten der Föderation rücken jetzt aus, um das Wenige an Phazon zu sichern, was auf dem Planeten Naeta zurückblieb. Das müssen wir vereiteln. Wir, die Mannschaft des Schlachtschiffs Kolossos, geloben, dieses Phazon in unsere Gewalt zu bringen oder ein Scheitern mit dem Tod zu bezahlen. Ah, okay. Ja, Energie. Okay, das war die Nummer, wie sie nach Aeta gegangen sind und dann dort die Überreste der dunklen Samus aufgegammelt haben. Und die hat sich dann natürlich an dem ganzen Phazon regeneriert. Und dann hat das alles resultiert in den Traum, den wir in Part 1 hatten. Das seems legit. Warum sind diese Nupsis hier eigentlich? Wir hatten das letzte Mal keine Screw-Attack, aber ich glaube, hier gibt's wirklich nichts. Ansonsten hätte uns ja die Karte ein Pünktchen angezeigt. Nun gut. Speichern und an Bord gehen. Wir fliegen nach Brio. Ich weiß auch schon genau wohin. Ich fürchte nur, das kriegen wir nicht mehr hin in diesem Part. Das ist schade. Aber wir wollen die Series hier noch ein bisschen mal laufen halten. Ich habe zwar schon Pläne für danach, aber das heißt ja nicht, dass wir es jetzt unbedingt rushen müssen. So, nein, das ist Elysia. Du bist zu fett, Planet. Da, den kleinen, den hätte ich gern früher. So, Landebereich Dornendickicht, Außenposten, Landebereich Felskluft. Ich möchte gerne. Ich will zur Felskluft. So, take off. Stoß hier nicht ein Kopfschiff und los geht's. Wie schön blank das Ding ist. Naja, okay, ist ja auch sehr lange durch Säureregen geflogen. Okay, also. Die Schiffe an sich, also sämtliche Schiffe, auch die Föderierten, scheinen beim solch, keine Ahnung, denen schien der Säureregen irgendwie egal zu sein. Aber wenn wir so Material haben, warum besteht mein Anzug nicht daraus? Warum brauchte ich den Hazard Shield? Egal, ich stelle schon wieder zu viele Fragen. Welcome to Brio! Okay, Leute, dann machen wir an der Stelle einen Cut. Ihr könnt natürlich immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und auch vor allem ganz wichtig teilen. Auf Facebook und Twitter findet ihr uns natürlich auch.
Das, ne? Das ist voll awesome. Unter Community ITC richtig gut zu finden. Und abgesehen davon wünsche ich euch natürlich viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Corinator hat wieder mit Alien Let's Play angefangen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Er ist motivierter denn je, hoffe ich, schätze ich. Alles klar, okay? Gut. Dann Blank Out.